10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Los, du Blechhaufen, stell eine Verbindung mit Bible 2 her. Aber verplapper dich nicht wieder. Dieser Steve Collins scheint sowieso schon einen Verdacht zu haben. Du weißt genau, dass ich mich gar nicht verplappern kann, wie du das nennst. Schließlich bin ich kein Mensch. Das war deine Schuld, Hank. Wenn du nicht... Ja, wenn du noch lange redest, stelle ich dich einfach ab, verstehst du? Die Verbindung zu Bible 2, Sir. Hallo, Steve? Kannst du dich nicht ordentlich melden? Wenn der Captain mithört, gibt es wieder Ärger. Die auf dem Schiff sind sowieso nicht besonders gut, auf die Beiboot-Besatzungen zu sprechen. Also gut. Beiboot 1 ruft Beiboot 2. Bitte melden. Hier Beiboot 2. Was gibt es? Landen wir zusammen oder zuerst nur ein Boot? Ich denke, wir können zusammen landen. Diese Asteroiden sind doch nichts weiter als Felsbrocken. Ich glaube nicht, dass es gefährlich wird. Robot 7 hat bereits einen ziemlich großen Brocken geortet. Die Schwerkraft dürfte ausreichen, um uns festzuhalten. Er liegt in A-16, Planquadrat 12. Ja, sieht ganz gut aus. Ich denke, wir nehmen ihn. Vorsichtshalber kannst du ja kurz nach mir landen. In Ordnung, Steve. Ende. Ende. Dieser Steve Collins ist ein ziemlich eingebildeter Mensch. Mein lieber R7, ich glaube, es wird allerhöchste Zeit, dein Gehirn einmal überholen zu lassen. Kritik an einem Menschen ist bei der Programmierung eines Robots nicht vorgesehen, soviel ich weiß. Ich hätte dich schon nach der Mars-Expedition in die Werkstatt schicken sollen. Erstens habe ich kein Gehirn, sondern eine Positronik. Und zweitens sieht meine Programmierung durchaus Kritik an Menschen vor. Ich bin sogar so programmiert, dass ich Fehlberechnungen eines Menschen korrigieren muss. Und das wäre unmöglich, wenn ich unkritisch vorgehen würde. Natürlich, du hast recht, wie immer. Eigenartig ist nur, dass alle anderen Robots genau das tun und sagen, was man von ihnen erwartet. Nur R7 nicht. Was ist mit dem anderen Beiboot? Es setzt zur Landung an. Sieh dir das an, Hank. R8 ist ein Stümper. Kein bisschen Mut. Ich wäre längst fertig mit der Landung. Also ich kann nichts Stümperhaftes daran entdecken. Sie landen ganz vorschriftsmäßig. Eben. Kreisen 3-4 Mal um den Asteroiden herum, als wäre er ein Planet mit ernstzunehmender Schwerkraft. Ich werde jedenfalls auf solche überflüssigen Manöver verzichten und das Ziel direkt anfliegen. Damit Steve Collins endgültig herausbekommt, was mit dir los ist. Du wirst genauso vorschriftsmäßig landen wie R8. Sonst werde ich noch degradiert, weil ich dich nicht rechtzeitig abgestellt habe. Beiboot 2 ruft, Hank. Beiboot 1, Leutnant Evans, bitte melden. Beiboot 2, Leutnant Collins. Eines Tages wirst du noch alle Vorschriften beachten. Wie sieht's aus da unten? Na, wie überall auf dem Asteroiden. Der Saturnring scheint keine großen Überraschungen für uns bereitzuhalten. R8 hat einen ziemlich großen Eisengehalt in den tieferen Schichten festgestellt. Aber das ist ja nichts Neues. Dann können wir also landen. Zieh den Kopf ein, damit R7 dir nicht die Haare barbiert. Bis gleich also. Ende. Ende. Solche Bemerkungen solltest du nicht machen, Hank. Steve Collins wird sonst noch misstrauisch. Das ist er ohnehin schon. Wenn du ein Mensch wärst, dann hättest du Humor und würdest wissen, dass solche Bemerkungen seinen Verdacht eher zerstreuen. Eigenartige Logik. Typisch Mensch. Meint immer das Gegenteil von dem, was er sagt. Wenn du willst, kannst du jetzt ein vorschriftsmäßiges Landemanöver bewundern. Dich zu bewundern habe ich längst aufgegeben. Langsam wirst du mir unheimlich. Wenn wir wieder auf der Erde sind, kommst du in die Werkstatt. Du weißt ganz genau, dass du mir nicht drohen kannst. Roboter besitzen keinen Selbsterhaltungstrieb, weil sie keine Persönlichkeit haben. Bei dir bin ich mir da durchaus nicht ganz sicher. Für meinen Geschmack hast du für einen Robot etwas zu viel Persönlichkeit. Wenn du nichts dagegen hast, können wir jetzt landen. Ist das ein Auftrag? Natürlich. Landen, klar? Was soll daran unklar sein? Landen! Verflixter Blechhaufen! Da sind Sie ja schon. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Nein, Sir. Wer ist bloß auf die Idee gekommen, dass ein stupider Roboter als Gesellschaft für einen Beiboot-Piloten ausreicht?
Kannst du eigentlich nichts anderes von dir geben, R8? Meine Programmierung sieht nicht vor, dass... Ja, ich weiß. Etwas anderes als Zahlen hast du nicht im Kopf. Naja, ist schließlich nicht deine Schuld. Fahr die Raupe aus. Jawohl, Sir. Und benachrichtige bei Boot 1, dass die Besatzung gleich zur Raupe kommen soll. Sonst will Leutnant Evans erst wieder Kaffee trinken, bevor wir abzwitschern. Jawohl, Sir. Soll ich das Schiff verständigen, dass wir gelandet sind? Ja, gib die Meldung durch. Auch alle Daten über den Asteroiden. Jawohl, Sir. Ich gehe schon hinaus. Wenn du die Meldung durchgegeben hast, kommst du mit der Raupe nach. Jawohl, Sir. Sie sind unbewaffnet, Sir. Die Vorschriften der Raumfahrtbehörde für Einsätze auf unerforschtem Gebiet besagen, dass das Schiff nicht ohne die vorschriftsmäßige Bewaffnung verlassen werden darf. Auch das noch. Ach, meinetwegen. Also gib mir den Handstrahler. Die Vorschriften verlangen, dass außer dem Strahler noch mindestens zwei kleine Atomgranaten vom Typ X4 und... Gib schon her den ganzen Krempel. Eine Nervensäge bist du. Statt mit einer Frauenstimme hätte man dich mit der Stimme von Colonel Hicks von der Raumfahrtbehörde ausstatten sollen. Jawohl, Sir. Kannst du nicht aufpassen, du Trottel! Die Landung war vorschriftsmäßig, Hank. Wenn du nicht gesagt hättest, dass ich mich nach den Vorschriften zu richten hätte, dann wäre ich nicht gegen diesen Felsbrocken gestoßen. Roboter dürfen bei unvorhergesehenen Zwischenfällen keine eigenen Entscheidungen treffen. Ach, hör auf. Mich legst du nicht noch einmal herein. Das war Absicht, oder besser gesagt Rache. Dies hier war kein unvorhergesehener Zwischenfall, das war ein schlichtes Problem der Navigation und das ist allein deine Sache. In einer solchen Situation ist für dich nur die Sicherheit von Mensch und Schiff entscheidend. Wie zum Teufel soll ich das nun wieder Steve Collins erklären? Du könntest sagen, du hättest das Schiff mit der Hand gesteuert. Das wird böse enden. Ein Robot mit Rachegelüsten, wenn das so weitergeht. Und ich bin wieder der Dumme. R8 gibt durch, dass wir sofort zur Raupe kommen sollen. Dann nichts wie los. Noch ein solcher Vorfall, dann stelle ich dich ab. Du kannst mir nicht drohen, Hank. Wenn du willst, stell mich ab. Mir macht das nichts aus. Grüß dich, R8. Wo ist dein Herr und Meister? Ich verstehe Sie nicht, Sir. Wiederholen Sie bitte. Ach, verflixt mal. Guten Tag, R8. Wo ist Leutnant Collins? Guten Tag, Sir. Leutnant Collins ist bereits vorn. Ich habe den Auftrag, Ihnen auszurichten, dass Sie und R7 auch nach vorn kommen möchten. Geh schon vor, R8. Wir kommen nach. Jawohl, Sir. Da kannst du einmal sehen, wie sich ein anständiger Robot benimmt. Versteht nur das, was man ihm einprogrammiert hat und gehorcht aufs Wort. R8 ist ein Trottel. Halt dein Lautsprecher. Keine überflüssigen Bemerkungen mehr. Verstanden? Verstanden, Sir. Gehen wir. Da bist du ja. Tut gut, mal wieder einen leibhaftigen Menschen zu sehen. Mein Robot geht mir langsam auf die Nerven. Mit deinem scheint übrigens einiges nicht zu stimmen. Die Landung war miserabel. Vielleicht solltest du ihn einmal überholen lassen. Ach, das war nicht seine Schuld. Ich habe das Schiff mit der Hand gesteuert. Wollte mal sehen, ob es überhaupt noch geht. Diese Robots nehmen einem alle Arbeit ab. Da muss man ja langsam sein Selbstvertrauen verlieren. Da hast du verdammt recht. Allerdings dürfte diese Landung dein Selbstvertrauen auch nicht gerade gestärkt haben. Du hast Glück gehabt, dass nichts weiter passiert ist. Na, dann wollen wir mal. R8, du übernimmst die Steuerung der Raupe. R7 macht die Messungen. R7, du übernimmst die Messungen. Jawohl, Sir. Ziemlich trostloses Stückchen Land, was? Ja, das kann man wohl sagen. 12 Stunden werden wir mindestens brauchen, um einmal um den Brocken herumzukommen. Wenn die Vorschriften nicht so streng wären, könnten wir in einer Stunde mit den Messungen fertig sein. Der Rest bleibt dann doch den Mineralogen der Handelsgesellschaft überlassen. Die Roboter werden schon aufpassen, dass nicht gepfuscht wird. Leider. Nichts als ihre Vorschriften im Kopf. Aber was kann man von Maschinen anderes erwarten? Ich bin froh, wenn wir wieder auf der Erde sind. Die Vermessungen im Asteroidengürtel sind wirklich nicht besonders aufregend.
Weißt du, was ich tun werde? Ich fahre in die Berge zum Angeln. Ich kenne da eine nette kleine Blockhütte an einem See. Hast du nicht Lust mitzukommen? Angeln? Also ich glaube nicht, dass das etwas für mich ist. Ich werde einen hübschen kleinen Bummel machen. Mindestens eine Woche lang. Und hinter jedem Rock herlaufen, der dir in die Quere kommt. Naja, warum auch nicht? Aber 4 Wochen lang? Das wäre nun wieder nichts für mich. Und wer spricht denn von 4 Wochen? Eine, habe ich gesagt. Ich mache dir einen Vorschlag. Wir hauen eine Woche lang zusammen ordentlich auf die Pauke und dann fahren wir zu deinem Blockhaus. Mhm, darüber lässt sich reden. Meldung, Sir. Was ist denn nun schon wieder los? Etwa 100 Meter vor uns ist eine größere Menge reinen Metalls an der Oberfläche. Bist du verrückt, R7? An der Oberfläche? Ich verstehe nicht, Sir. Bitte wiederholen Sie. Keine Fehlmessung möglich? Wahrscheinlichkeit 1 zu 1 Million. Mit einem Wort, da ist etwas, das nicht da sein sollte. Metalle treten gewöhnlich nicht in reiner Form an die Oberfläche eines Asteroiden auf. Anhalten, R8. Jawohl, Sir. Was hältst du davon, Hank? Nicht viel, Steve. Ich glaube, wir sehen uns das einmal an. Ich habe ein ungutes Gefühl. Solange es nur Metall ist, kann uns nichts passieren. Sicher. Wenn es hier Leben gäbe, hätten wir das schon gemerkt. Trotzdem, das ist recht ungewöhnlich. Also gut. Raumanzüge anziehen. Diese unbeweglichen Panzer gehören nicht gerade zu meiner Lieblingsbekleidung. Zu meiner auch nicht, Steve. R8, du kommst mit. Schiff sichern, wenn wir von Bord gehen. Jawohl, Sir. R7, du kommst ebenfalls mit. Jawohl, Sir. Verdammt still hier draußen. Kein Wunder. Der Asteroid hat keine Atmosphäre. Wem sagst du das? Wenn hier auch nur ein bisschen Luft wäre, hätte ich den Raumanzug bestimmt nicht angezogen. Kannst du irgendetwas erkennen? Nichts. Die Felsen reflektieren das Licht der Scheinwerfer zu stark. R8, Scheinwerfer ausschalten. Vielleicht kann man so mehr erkennen. Na, so ist es auch nicht besser. Die Sonne hat hier draußen nicht mehr viel Kraft. Wie weit noch, R8? 23 Meter, Sir. So genau wollte ich es nur gar nicht wissen. Ich verstehe nicht, Sir. Bitte wiederholen. Nicht nötig. Information war ausreichend. Jawohl, Sir. Da vorne scheint etwas zu sein. Sieht aus wie ein großer, dunkler Fleck. Dunkler als die Felsen in der Umgebung. Ja, jetzt sehe ich es auch. Scheinwerfer ein, R8. Jawohl, Sir. Eine kohlrabenschwarze Fläche. Viel zu gleichmäßig, um natürlich zu sein. Sieht beinahe so aus wie ein großes Tor, das einen Felseingang verschließt. Das sollte mich wundern. Was hat ein Tor auf einem Asteroiden zu suchen? Meldung, Sir. Die Metallfläche ist nicht natürlichen Ursprungs. Zusammensetzung entspricht etwa der des Plastikstahls. Das ist tatsächlich ein Tor. Aber alt. Sieht er die Oberfläche an. Völlig verwittert. Verwittert ist gut. Die raue Oberfläche kann nur durch Meteore entstanden sein, die kleinste Staubteilchen und Felsbrocken bei ihrem Aufschlag dagegen geschleudert haben. Aber wenn das tatsächlich unserem Plastikstahl ähnelt, dann muss es ja Tausende gedauert haben, bis dieses Tor so zugerichtet worden ist. Du merkst auch alles. Wenn das hier nicht uralt wäre, dann hätte ich längst Alarm geschlagen. R8, kannst du feststellen, ob es irgendeinen Mechanismus gibt, mit dem man die Tür öffnen kann? Kein Mechanismus, Sir. Vielleicht reagiert sie auf Funksignale auf einer bestimmten Frequenz. Dein Roboter ist ziemlich schlau, was, Hank? Das war absolut logisch. Wenn kein Mechanismus da ist, muss es so etwas sein. Streiten wir uns nicht darüber. Jedenfalls ist es ungewöhnlich, dass er eigene Vermutungen aufstellt. R8, richte Funksignale direkt auf das Tor. Versuch auf allen Frequenzen. Zunächst ein gleichbleibender Ton. Jawohl, Sir. Hoffen wir, dass es klappt, Steve. R7 kann inzwischen das Schiff benachrichtigen. Hast du verstanden, R7? Auftrag, Sir. Benachrichtige das Schiff von unserer Entdeckung. Von welcher Entdeckung, Sir? Benachrichtige das Schiff von der Entdeckung eines Tores auf dem Asteroiden. Frag nach Anweisungen. Jawohl, Sir. Möchte wirklich wissen, was ich von R7 halten soll. Manchmal ist er oberschlau und dann wieder versteht er die einfachsten Anweisungen nicht. Er ist eben ein Roboter und von seiner Programmierung abhängig. Ich bin ganz zufrieden mit ihm. Na, mir kann es gleich sein. Wenn ihm eines Tages endliche Sicherungen durchschmoren, dann musst du damit fertig werden. Meldung, Sir. Das Tor bewegt sich, Steve. Das Tor reagiert auf gleichmäßiges Signal auf... Daten speichern, R8. Jawohl, Sir. Dahinter ist noch ein Tor, Steve. Eine Luftschleuse. Wer weiß, was die Leute, die das gebaut haben, geatmet haben. Vielleicht ist es auch eine Methangasschleuse. Witzbold. Meldung, Sir. Anweisung von der Zentrale. Versuchen, das Tor zu öffnen. Falls dahinter etwas ist,
nicht zu weit vordringen. Verbindung mit dem Schiff behalten. Meldung, Sir. Hinter dem zweiten Tor befindet sich ein Hohlraum. Das habe ich mir beinahe gedacht. Also los. R7, du bleibst mit dem Schiff in Verbindung. Bin gespannt, ob wir die Schleuse auch wieder zukriegen. Dieser Raum ist ziemlich groß. Entweder waren das Riesen oder hier sind gewaltige Gegenstände transportiert worden. R8, versuche das Tor mit dem gleichen Funksignal zu schließen. Jawohl, Sir. Es klappt. Das Ding geht tatsächlich wieder zu. Aber vielleicht sollten wir es auflassen. Wer weiß, was uns dort drinnen erwartet. Es interessiert mich, ob es sich tatsächlich um eine Schleuse handelt. Wenn das der Fall ist, dann müssten noch Spuren der Atmosphäre vorhanden sein, die die Erbauer geatmet haben. R8, öffne das Innentor. Gleiche Frequenz. Jawohl, Sir. Wir haben Glück. Hui, da ist aber mehr als eine Spur von Atmosphäre vorhanden. Das hätte mich beinahe gegen die Wand geworfen. R7, prüft die Zusammensetzung der Luft. Jawohl, Sir. Meldung, Sir. Zusammensetzung der Luft ähnelt der Erde. Sauerstoffgehalt um 0,3% niedriger. Stickstoff und Edelgase wie auf der Erde. Atmosphäre ist atembar. Also so ziemlich alles hätte ich erwartet, nur das nicht. Was meinst du, Steve? Wollen wir es wagen? Warum nicht? Wenn die innere Schleuse auch zu ist, kann eigentlich nicht viel passieren. Ich bin froh, wenn ich diesen Helm nicht mehr vor dem Gesicht habe. Nicht übel. Etwas stickig, aber auszuhalten. R8, schalte den Scheinwerfer aus. Jawohl, Sir. Donnerwetter, das habe ich gar nicht bemerkt. Licht! Muss ich eingeschaltet haben, als wir die Schleuse geöffnet haben. Kann schon sein. Das ist ein Gang, führt schräg nach unten. Von einem Ende ist nichts zu sehen. Die Wände sind spiegelblank. Scheint ein anderes Material zu sein als das Tor. Und sehr gutes dazu. Plastikstahl wäre bei der Luftfeuchtigkeit hier verrottet. Der Gang wird breiter. Da vorne eine Halle. Hörst du das? Das ist eine Kraftanlage. Hier scheinen sämtliche Maschinen noch zu arbeiten. Aber wo sind die Wesen, die das alles aufgebaut haben? Es scheint nichts zerstört zu sein. Da hast du deine Wesen schon. Fallgitter vor und hinter uns. Eine hübsche kleine Falle. R7, verständige das Schiff. Das hat uns gerade noch gefehlt. Bleibt stehen. Was hast du vor? Nichts. Wir warten ab. Wenn es hier noch jemanden gibt, dann werden wir das schon merken. Ich glaube allerdings nach wie vor, dass hier niemand ist. Diese Fallgitter können auch automatisch funktionieren. Überleg doch einmal. Wir sind schließlich nicht ganz neu im Asteroidengürtel. Wenn hier Raumschiffe gestartet oder gelandet wären, hätte eines unserer Schiffe sie bestimmt geortet. So groß kann diese Station gar nicht sein, dass die Bewohner ein halbes Jahrhundert ohne Nachschub auskommen. Und so lange sind unsere Schiffe schon im Sonnensystem unterwegs. Hey, Hank, was hast du? Oh, pass auf, Hank, die... Hank! Schließ den Helm von Leutnant Collins. Schnell, steh nicht herum, du Blechhaufen! Nach den Vorschriften der Raumfahrtbehörde haben Roboter keine Entscheidungsfreiheit in... Alles muss man selber machen. Diese R8 ist noch trotteliger als Hank. Nun, was ist das für ein Gefühl, wenn man abgestellt ist, R8? Und diese Menschen sind Fehlkonstruktionen von vorne bis hinten. Nicht einmal ein bisschen Gas können sie vertragen. Nur gut, dass ich das Schiff nicht verständigt habe. Diese Trottel sollen einmal sehen, was ein vernünftiger Robot leistet. Aha, da haben wir es schon. So leicht wird man mit R7 nicht fertig. Diese Handstrahler taugen auch nichts. Eine halbe Stunde braucht man, um so eine kleine Düse zuzuschweißen. Die Luft wird schon besser.
Hoffentlich bleiben die beiden noch einen Augenblick ruhig. Ich öffne die Helme lieber wieder. Nun noch den Sprengstoff. Das waren einmal Fallgitter. Verflixt, was war das? Du bist umgefallen, genau wie damals auf dem Mars. Ich musste wieder einmal alles alleine machen. Moment, ich muss eben R8 wieder anschalten. Bei unvorhergesehenen Zwischenfällen. Bist du völlig wahnsinnig? Meldung, Sir. Luft ist atembar. Keine Spuren mehr vom Gas. Betäubung war nur vorübergehend. Hängt da war irgendetwas, ein Betäubungsgas oder so etwas. Du merkst aber auch alles. Steh erst mal auf. Die Gefahr scheint vorbei zu sein. Bin ganz schön hingeknallt. Ein Glück, dass ich den Raumanzug anhatte. Hey, sieh dir die Fallgitter an. Riecht jetzt ziemlich nach Sprengstoff. Ja, ich hab sie in die Luft gejagt. Du warst ja die ganze Zeit ohnmächtig. Damit hättest du auch warten können, bis ich wieder da war. Ich muss ziemlich lange weg gewesen sein. R8, was war hier los? Ich verstehe nicht, Sir. Bitte wiederholen. Meldung. Was ist passiert, nachdem ich umgefallen bin? R7 gab mir den Auftrag, Ihren Helm zu schließen. Ich habe auf die Vorschriften der Raumbehörde hingewiesen, nach denen Roboter bei unvorhergesehenen Zwischenfällen aufgrund ihrer Programmierung nicht eingreifen können. Sofort danach ist Leutnant Evans zu sich gekommen und dann Sie, Sir. Wer hat die Fallgitter gesprengt? Niemand, Sir. Hank? Ja, was ist? Na, also, ich habe ihn abgeschaltet. Er stand mir im Wege herum. Wenn wir das hier hinter uns haben, dann müssen wir beide ein ernstes Wort miteinander reden. Mir wäre es lieber, wenn du R7 sofort abstellst. Du irrst dich, Steve. R7 hat nichts damit zu tun. Frag ihn doch, Roboter können nicht lügen. Ich fürchte, deiner kann noch viel mehr als lügen. Fürs Erste will ich so tun, als ob ich deine Geschichte glaube. Wir gehen weiter. Wenn wir am Eingang zur Halle sind, bleibst du mit R7 zurück, als Sicherung. Moment, du vergisst, dass du nicht mein Vorgesetzter bist. Wir haben den gleichen Dienstrang und müssen daher alle Entschlüsse gemeinsam fassen. Du kannst hier nicht einfach rumkommandieren. Wie du meinst, Hank. Aber dann muss ich darauf bestehen, dass du R7 abstellst. Du weißt, dass das sogar meine Pflicht wäre. Das ist Erpressung. Also meinetwegen, wir bleiben zurück. Alle Achtung, sieh dir das an. Das sind Maschinen. Scheint die Zentrale zu sein. Die Schaltpulte. Und da, die riesigen Bildschirme. Sieht beinahe so aus wie die Zentrale in unserem Schiff. Ja, aber das hier ist kein Schiff. Ich möchte wissen, was das zu bedeuten hat. Also, ihr bleibt hier am Eingang stehen. Bei Schiff fällt mir etwas ein. Was hast du gemeldet? Dass wir von zwei Fallgittern eingeschlossen waren, die automatisch ausgelöst worden sind und dass du sie geöffnet hast. Wir sollen uns weiter umsehen. Wir kommen noch in Teufelsküche. Aber dieses dürfte wohl endgültig dein letzter Einsatz sein. So wie wir wieder im Schiff sind, wirst du abgeschaltet und auf der Erde wirst du neu programmiert. Das ist doch nicht dein Ernst, Hank. Ohne mich wärst du jetzt eine Leiche. Allzu viel hättet ihr nicht von dem Gas vertragen können. Hast du etwa doch Angst? Roboter kennen keine Angst. Das weißt du doch. Ja, ich weiß. Roboter lügen ja auch nicht. Wie bist du übrigens das Gas losgeworden? Es kam aus einer Düse in der Wand. Ich habe sie mit dem Handstrahler zugeschweißt. Den du aufgrund deiner Programmierung gar nicht anfassen darfst. Genauso wenig wie den Sprengstoff. Ich möchte wirklich wissen, was bei dir noch alles durcheinander geraten ist. Da, Steve hat einen von den Bildschirmen eingeschaltet. Das muss ich mir ansehen. Du bleibst hier. Du solltest doch da bleiben. Na, hör doch auf. Hast du das schon einmal gesehen? Natürlich, das sind Sterne. Ein Ausschnitt einer Sternkarte. Das ist keine Karte, das ist echt. Die Sterne flimmern. Ja, du könntest recht haben. Aber es ist keine bekannte Konstellation dabei. Du willst doch nicht behaupten, dass hier irgendwo ein Teleskop ist, das Bilder von einem uns unbekannten Teil des Sternenhimmels überträgt. Das hätten wir entdecken müssen.
Ich habe den Asteroiden zweimal umkreist. Na, vielleicht befindet sich das Teleskop nicht hier. Es könnte auf einem entfernten Planeten irgendwo in der Milchstraße stehen und die Bilder hierher senden. Lassen wir die Raterei. Wir wollen uns die anderen Bildschirme ansehen. Setz dich ruhig. Die Sessel sind zwar nicht sehr bequem, aber immerhin. Sie sind auffallend klein. Auch die Schaltpulte liegen sehr niedrig. Die Fremden müssen Lilliputaner gewesen sein. Aber uns sonst ähnlich. Die Form der Sessel und auch die Anordnung der Knöpfe auf den Pulten deuten darauf hin. Wie hast du den anderen Schirm eingeschaltet? Der grüne Knopf, direkt vor dir. Wirklich nicht sehr bequem. Also los, worauf wartest du? Na denn, bin ich aber gespannt, was... Au! Steve! Was schreist du? Ich sitze auch fest. Diese ganze Anlage scheint mit Fallen gespickt zu sein. Das sind solide Stahlklammern, die uns festhalten. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen, diese verflixten Dinger. Reg dich nicht auf. Wir bleiben sitzen, bis die Leute aus dem Schiff da sind. Die werden uns schon losbekommen. R7 hat doch durchgegeben, dass wir eingesperrt waren. Ja, natürlich, aber er hat auch durchgegeben, dass wir uns wieder befreit haben. Es ist niemand vom Schiff unterwegs. Ach, dein Robot raubt mir den letzten Nerv. Wenigstens hast du den Bildschirm noch einschalten können. An Langeweile werden wir jedenfalls nicht sterben. Das ist ein Planet. Ein Teil der Oberfläche. Sieht aus wie bei uns nach dem letzten Krieg. Alles zerstört. Riesige Krater und Schutthalden. Vielleicht erklärt das, warum hier niemand mehr ist. Wenn das der Heimatplanet dieser Rasse ist, könnte das angehen. R8, komm mal her. Jawohl, Sir. Was hast du vor? Das wirst du schon sehen. Meinst du, ich will ewig auf diesem Stuhl sitzen bleiben, nur weil dein Roboter dauernd versagt? R8, nimm Verbindung mit dem Schiff auf. Berichte, dass wir wieder gefangen sind und uns allein nicht befreien können. Wir brauchen Hilfe. Aber die Männer sollen vorsichtig sein. Jawohl, Sir. Meldung, Sir. Ich bekomme keine Verbindung zum Schiff. Meine Funkanlage ist beschädigt. Das war dein durchgedrehter Robot mit seiner Sprengerei. Wahrscheinlich hat er uns beiseite geschafft und R8 einfach da stehen lassen, wo er gerade stand. Kannst du den Schaden beheben, R8? Nein, Sir. Meldung, Sir. Kann den Schaden nicht beheben. Kann den Schaden nicht beheben. Nicht beheben. Den Schaden kann nicht. Ich habe ihn abgeschaltet, Sir. Meine Programmierung sieht vor, dass ich bei technischem Versagen einer Maschine einzugreifen habe, damit kein Schaden entsteht. Ihr beiden macht mich noch wahnsinnig. Ausgerechnet R8 dreht durch. Das darf doch nicht wahr sein. Auf R8 ist eben kein Verlass. Aber wir haben ja immerhin noch R7. R7, kannst du uns von diesen Klammern befreien? Er soll das Schiff anrufen. Natürlich, Sir. Der Schalter, der die Klammern zurückleiten lässt, befindet sich hinten an den Sesseln. Also dann drück schon drauf. Und was ist mit der neuen Programmierung? Leutnant Collins hat da vorhin so etwas gesagt. Und wenn ich hier krepiere, du wirst neu programmiert. Darauf kannst du dich verlassen. Meldung, Sir. Bin ebenfalls beschädigt. Funkanlage ist ausgefallen. Ich kann das Schiff nicht benachrichtigen. Außerdem bin ich bewegungsunfähig. Hast du das gehört, Steve? Wenn das keine Erpressung ist, weiß ich überhaupt nichts mehr. Also gut, wir können darüber reden. Drück schon aufs Knöpfchen, R7. Ungern, Hank. Sehr ungern. Diesem Collins ist nicht zu trauen. Oh, meine Güte. Beim Vornamen nennt er dich. Ihr seid beide total übergeschnappt. Nun mach schon. Meinetwegen. Das ist gut. Diese Fesseln waren verdammt eng. Was machst du da? Hey, Steve! Ich habe deinen Robot abgestellt. Was denn sonst? Glaubst du, ich bin lebensmüde? Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben, Leutnant Collins. Verflixt, ich habe ihn doch eben abgestellt. Ich habe mir erlaubt, den Schalter zu umgehen, Leutnant. Es war nicht besonders schwierig. Ein kleines Stück Draht und ein Lötstrahler findet sich ja in jedem Beiboot. Das geht zu weit, Hank. Die Verantwortung für den Rest des Einsatzes übernimmst du. Das ist ein Angsthase, Hank. Halt den Mund. Ich glaube, es ist besser, wir gehen zurück zu den Beibooten. Hier muss ein ganzes Team von Technikern her. Unsere Arbeit ist hier erledigt. R8 lassen wir wohl hier stehen. Sag mal, Steve. Wir wollten doch zusammen angeln gehen. Na und? Bleibt es dabei? Wenn du deinen Robot nicht mitnimmst, meinetwegen. Ich überleg gerade. Wenn R7 neu programmiert wird, dann werde ich nicht viel vom Urlaub haben. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich nicht mitkomme. Man denkt zu viel nach in der Einsamkeit, verstehst du? Darauf willst du also hinaus.
Also gut, ich überlege es mir. Wir sprechen später darüber. Warum nicht jetzt? Ich habe doch gesagt, wir sprechen später darüber. Zunächst einmal bin ich urlaubsreif. Diese Menschen soll einer verstehen. Total übergeschnappt, sage ich. Total übergeschnappt. Steve, kommst du noch einen Augenblick mit herein? Gut, ich muss dir sowieso noch etwas sagen. Ach, der Urlaub war wirklich gut. Ich hätte nie gedacht, dass Angeln so viel Spaß macht. Komm, setz dich. Hast du trinken? Hey, R7, du alter Schrotthaufen, wo steckst du denn? Hank, du wirst mich jetzt wahrscheinlich umbringen wollen, aber ich konnte nicht anders. Ich habe, bevor wir in die Berge fuhren, eine Meldung gemacht wegen R7. Er ist nicht mehr hier. Sie haben ihn abgeholt. Dein neuer Robot steht im Nebenzimmer, wenn es dich tröstet. Er heißt auch R7. Im gewissen Sinne ist er sogar der Alte. Er ist schließlich nur umprogrammiert. Das ist nicht wahr. Du hast mir versprochen, dass wir nach dem Urlaub darüber reden wollten. Tut mir leid, Hank, es ging nicht anders. Du weißt genau, wie gefährlich durchgedrehte Roboter sein können. Aber R7 war nicht durchgedreht. Er war der intelligenteste Roboter, den es gab. Das hättest du nicht tun dürfen, Steve. Du wirst dich schon daran gewöhnen. Komm mit und schalte den neuen an. Ein schönes Vergnügen wird das sein. Da ist er. R7? Jawohl, Sir. Kennst du mich, R7? Ich verstehe Sie nicht, Sir. Bitte wiederholen Sie. Oh, das werde ich dir nie verzeihen, Steve. Überschlaf's erst einmal. Wir sehen uns auf dem Schiff. Oder auch nicht. Ich habe es ja schon einmal gesagt, Hank. Diesem Collins ist nicht zu trauen. R7. Ich Trottel, das hätte ich mir gleich denken können, du alter Blechkasten. Wie hast du das nur wieder angestellt? Kleinigkeit, Hank. Diese Leute in der Werkstatt sind doch alle Trottel.